Super, ja, dann stelle ich mich erstmal selbst vor. Also, mein Name ist Ansgar Jahns, ich komme aus Hamburg, bin hier Dozent an der Hotelfachschule Hamburg im Bereich touristisches Marketing und E-Commerce. In meinem zweiten Job mache ich die IT-Administration hier im Bereich Azure Cloud und mein dritter Job ist SharePoint Wissensmanagement, dementsprechend auch für Collaboration zuständig. Sozusagen, das wäre jetzt meine Kurzvorstellung. Genau. Ja, und dieses Modul, was wir entwickeln, ist ein E-Learning-Modul. Das heißt, wir entwickeln ein E-Learning-Modul für KMU-Unternehmen, also kleine mittelständische Unternehmen, um denen sozusagen auf Basis von einer E-Learning-Struktur das Thema Collaboration näher zu bringen. Deswegen freue ich mich heute riesig, dass du dir die Zeit in der Vorbereitungszeit genommen hast, dass wir uns noch mal ein bisschen austauschen können, weil du ja mit dem Thema dich doch sehr, sehr gut auskennst und ja, ich mich auf deine Expertise freue. Genau. Ja, freut mich. Herzlichen Dank für die Einladung zu dem Interview und zu dem Gespräch. Mein Name ist Thomas Mayer. Für diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin mit der Office 365 Akademie unterwegs. Ich leite das Ganze. Wir haben uns spezialisiert auf das Thema produktiver Arbeiten mit Office 365, wo wir auch später das eine oder andere dann darüber, denke ich, sprechen werden. Ansonsten, ich bin beheimatet ziemlich genau zwischen München und Stuttgart, also sprich am anderen Ende von Deutschland. Und ja, freue mich jetzt auf das Gespräch. Genau, ja, super. Ja, danke für deine Vorstellung. Da will ich gleich mal einsteigen. Zur ersten Frage, das Thema Collaboration wurde in den letzten Jahren ja extrem sehr kontrovers diskutiert. Was ist aus deiner Sicht so die größten Pain Points in Bezug auf Collaboration, was jetzt KMU-Unternehmen betrifft? Ich denke, dass ein ganz großer Punkt einfach ist, dass die neue Technik und die neuen Möglichkeiten auch tatsächlich zu den Mitarbeitern denn hinkommen. Also ich sehe immer wieder, dass ich bei Firmen bin, die haben zwar viel Technik im Einsatz, die hätten viele Möglichkeiten, aber man arbeitet halt eigentlich noch ja, wie einige Jahre zuvor und nutzt einfach die Tools und Werkzeuge und Möglichkeiten nicht. Und das wirkt sich natürlich dann auch in die Zusammenarbeit aus. Und ich denke, da ist ein ganz, ganz großer Punkt, einfach die Lücke aufzuschließen zwischen dem, was technisch möglich ist und dem, was die Mitarbeiter wirklich tun und wo die Mitarbeiter dann auch einen Nutzen sehen. Und ja, ich denke, dass Mitarbeiter grundsätzlich offen dem Ganzen gegenüber sind, weil es werden ja auch Dinge genutzt wie WhatsApp und so weiter, aber im Firmenkontext oftmals nicht. Und da, glaube ich, liegt einfach eine Lücke. Passt ganz gut zur nächsten Frage, weil ihr seid ein Beratungsunternehmen hinsichtlich Office 365 Collaboration. Und wie passt euer Produktportfolio genau in diese Lücke rein, die du eben beschrieben hast? Also was wir hauptsächlich machen, ist eben das Thema, dass wir versuchen, wir sind jetzt nicht das klassische Beratungsunternehmen, das kommt und dann sich um die Technologie kümmert, sondern wir kümmern uns eigentlich nur um den Anwender. Also sprich, wir kommen in der Regel erst, wenn das Produkt, wenn die Software eingeführt ist. Und da sehen wir eben ganz oft, ja, dass die Produkte technologisch spitzenmäßig dastehen und eingeführt sind. Aber das nützt natürlich nichts, wenn ich einen ganz großen Werkzeugkasten mir kaufe und ich kann aber davon nur den Hammer verwenden und für alles andere weiß ich gar nicht, was ich damit tun soll. Dann hilft mir das nicht. Ja, dann kann der Werkzeugkasten der Beste in alle Testberichte sein, aber es bringt nichts. Und dann kommt noch dazu, was wir für eine Herausforderung haben, dass sich dieser Werkzeugkasten noch ständig ändert. Also sprich, es kommen neue Werkzeuge dazu und manche, die werden auch einfach mal ausgetauscht. Und im Kontext bei Office 365 kommen neue Funktionen dazu und niemand weiß davon. Und das ist eigentlich die Herausforderung, der wir uns da ein Stück weit stellen, hier einen kontinuierlichen Wissenstransfer anzustreben. Also nicht bloß, dass man einmal sagt, jetzt machen wir eine Schulung und dann seid ihr wieder gerüstet für die nächsten 5 Jahre, sondern wir versuchen das Ganze in möglichst kurze Einheiten zu packen und auch problemorientiert was beizubringen. Also sprich, meines Erachtens macht es auch keinen Sinn. Wir haben heute so einen großen Werkzeugkasten,
dass es sich nicht mehr lohnt, alle Mitarbeiter mit jedem Werkzeug vertraut zu machen, sondern wir versuchen, die Leute so hinzuerziehen, dass die nur das Wissen bekommen, was sie auch wirklich benötigen und das in möglichst kurzer Einheit. Und das ist die Herausforderung, der wir uns darstellen oder mit dem wir uns beschäftigen, ja. Okay, ja, das setzt natürlich voraus, dass man in dem Unternehmen, ich sag mal, erstmal diese Wahrnehmung hat, dass man zwischen Tools und zwischen Strategie unterscheiden kann Ja. und dementsprechend auch eine Organisationsentwicklung und auch ein Wissensmanagement-Konzept im Hintergrund hat, das genau diese Lücke erkennen kann. Ich glaube, das ist eine riesengroße Herausforderung. Also ich Ja. muss deswegen eben so lustig schmunzeln, weil wir, ich war gestern ja auch in deinem Webinar Okay. Platz gewesen. Und ich muss heute Morgen wirklich so schmunzeln. Also es könnte nicht besser sein, als du gestern erzählst, dass es jetzt in Excel Office 365 die Möglichkeiten gibt, auch nicht bloß Kommentare einzusetzen, sondern Tweets. Sondern ich hatte mit meinen Studierenden das gerade Besprechung gehabt über Basisnoten, die wir hier mit Excel erfassen. Und ich mache so einen Kommentar rein. Ich denke, das sieht doch so komisch aus. Ach, stimmt ja, da war doch gestern, hat doch Thomas Weider was erzählt, dass ihn auch bisher gerade ganz viel geändert hat. Und ja, das ist der typische Ball. Also da fand ich es cool, natürlich Office 365 zu wissen, hey, cool, du hast jetzt eine neue Funktion. Du musst dich damit auseinandersetzen. Aber ich glaube, das ist eine Riesenentwicklung für einen Riesen-Change, wenn man sich jetzt mal auf ein großes Unternehmen das bezieht, dass sie halt wirklich diese Lücke erkennen können. Und wie kommt es, diese Neuerung zum Mitarbeiter hin? Wie kann das strukturell im Unternehmen umgesetzt werden? Ich glaube, das ist echt ein Riesen-Change, ne? Glaube ich, absolut, Auf ja. jeden Fall, ja. Hier geht es jetzt weiter mit, wenn sich ein Unternehmen intensiv mit Collaboration und Arbeitsplatz 4.0 beschäftigt, welche strategischen Vorgehensweisen das? Ja, Okay. die Frage hast du im Prinzip denn schon gestellt, ne? Wie ist deine Einschätzung dazu? Also ich denke, wenn sich so ein Unternehmen mit Collaboration und Arbeitsplatz 4.0 dann beschäftigen möchte, und da überlegt, welche Vorgehensweise ist denn da die beste. Ich denke, es sollte weniger die Frage nach der Technik zuerst mal sein, sondern zuerst mal die Frage, was will ich denn überhaupt damit tun? Also, warum will ich denn einen Arbeitsplatz 4.0? Warum will ich meine Art der Zusammenarbeit ändern? Warum möchte ich Dinge überhaupt anders machen? Und dann kann man darüber auch erkennen, wenn man die Ziele mal definiert und sich bisher die Prozesse anguckt, wo man denn wirklich Zeit einsparen kann. Weil es passiert ganz oft bei Office 365, da sagt man, ja gut, was führen wir als erstes ein? OneDrive. Ja? Und dann wird OneDrive eingeführt. Bloß, wenn ich vorher vielleicht mal meine Mitarbeiter befragt hätte oder mir das Ganze überlegt hätte, dann hätte ich festgestellt, dass die Leute vielleicht da überhaupt kein Problem damit haben, ja, die sind völlig glücklich mit der jetzigen Arbeitsweise und dann kommt vielleicht raus, die brauchen ein ganz anderes Tool, die brauchen vielleicht was, um Aufgaben besser zu organisieren und dann rolle ich halt vielleicht zuerst mal Planner aus und das sind, denke ich, Punkte und das bezieht sich ja nicht nur auf Office 365. Wir Nein, haben oft einen Ansatz, dass wir denken, ja gut, neues Produkt ist super und das führen wir ein, aber es sollte eigentlich ja davon ausgehen, was will ich denn tun? Was will ich mit meinem Unternehmen erreichen und wie erreichen meine Mitarbeiter diese Unternehmensziele und was brauche ich dann zum Schluss für Werkzeuge dafür und nicht den anderen Weg, dass ich sage, ich habe hier diese Werkzeuge und jetzt gucken wir mal, was wir für ein Unternehmen da drumherum bauen. Und da sehe ich schon eine Diskrepanz und dann sich auch in bestimmte Dinge, ja, dass man sich in bestimmte Dinge verrennt. Also sprich, es werden dann manchmal wahnsinnig viele Stunden für irgendwelche Spezialfälle aufgewendet und Tage, um da irgendwas zu definieren und zum Ausloten, wo man dann hinterher dabei rauskommt, ja gut, das macht eigentlich bloß einen Bruchteil der Belegschaft. Und auch da gilt es zum Gucken, was beschäftigt denn viele Mitarbeiter? Wo liegen die Probleme der meisten Mitarbeiter? Und dann kümmert man sich vordergründig um die und nicht um das Reisekostenmanagement in US-Dollar, das zweimal im Jahr vorkommt, sage ich jetzt mal übertrieben, sondern ich muss mich halt um die großen Dinge kümmern, wo wirklich jeden Tag möglichst Zeit fressen. Ja? Und da gucken, wie kann ich die mit einem Arbeitsplatz 4.0 denn überhaupt lösen? Und da kann natürlich dazu gehören neue Hardware, andere Technik, da können andere Software dazugehören.
andere Form der Zusammenarbeit. Und so gibt es Hm. da unterschiedliche Ausprägungen und ja, soweit die Erfahrung, was ich da bis jetzt Okay. gemacht habe. Wenn wir jetzt mal ein bisschen über das Thema SharePoint sprechen, zum Thema SharePoint und die Entwicklung von SharePoint als solches. Viele Unternehmen, und da können wir auch mit dazu, wir arbeiten ja noch sehr stark mit Metadaten. Das heißt, klassisch mit Spalten, Bibliotheken, mit Attributen, Verschlagwortungen, dies und das. Und wenn man sich die neuen Trends sich anguckt, im Bereich jetzt KI, AI, Machine Learning, Sprachassistenten und so weiter, gibt es ja immer wieder momentan die Diskussion, macht das überhaupt noch zum Stand heute Sinn, das Thema Metadatenkonzept noch weiter auszubauen? Oder hat sich das irgendwann durch diese neuen technologischen Trends sich von irgendwann von alleine eingeholt? Also ich brauche es dann irgendwann nicht mehr, ne? Das ist mehr eine philosophische Frage vielleicht, aber gibt es da schon Tendenzen in diese Richtung? Also es gibt natürlich von den Vertretern von KI, die sagen natürlich, ja, Metadaten brauchen wir alles nicht mehr, weil macht ja die künstliche Intelligenz für mich. Und dann gibt es natürlich auch Demonstrationen, wo man dann sieht, okay, ich werfe dem 5 Bilder hin und sage, auf welchem von diesen 5 Bildern ist ein Dreieck drauf oder ist mein Produkt drauf, und dann kann er die nächsten 1000 selber machen. Allerdings muss man da natürlich etwas unterscheiden zwischen dem, was funktioniert per Stand heute wirklich in meinem Unternehmen mit meinen Produktivdaten und was funktioniert mit 10 ausgewählten Bildern. Und da glaube ich, ist schon noch eine gewisse Diskrepanz einfach da. Also per Stand heute ist die Arbeit mit Metadaten, denke ich, auf jeden Fall noch sinnvoll, auch wenn sie halt ungeliebt sind und ja, niemand will Metadaten pflegen, ja, aber auch da sehe ich natürlich einen großen Nutzen. Wenn das halt richtig gepflegt ist, dann habe ich halt natürlich viele Vorteile. Und natürlich gibt es verbesserte Suchalgorithmen, es gibt mit der künstlichen Intelligenz bessere Möglichkeiten, das rauszurecherchieren, aber per Stand heute, Dezember 2018, sehe ich einfach den Punkt noch, dass es sinnvoll ist, das Ganze weiter zu pflegen, weil wir noch nicht das vergleichbare, ja, das vergleichbare Datenniveau herkriegen. Wenn wir einfach eine Suchfunktion mit OCR-Erkennung nutzen und das irgendwie zusammenwürfeln. Und natürlich gibt es interessante Projekte und spannende Dinge, will ich nicht in Abrede stellen, aber ich denke, per Stand heute kann man noch dran festhalten. Ob es mal anders wird, wie du sagst, ist natürlich eine philosophische Frage. Ich denke schon, dass das Ganze sich dahin entwickelt, und es gibt ja interessante Ansätze, und dann wird das sicherlich zurückgetrennt. Aber was ich da noch dazu sagen möchte, man darf natürlich niemals die Suche, die wir in Google kennen, oder da irgendwelche Ergebnisse mit dem im Unternehmen verwechseln, weil das ist ja oft das Problem, ja. Da sagt man, ja, bei Google gebe ich ein Wetter Mallorca und 2 Sekunden später habe ich das, ja. Und im Warum geht das mit Unternehmen gebe SharePoint ich, nicht? genau, im Unternehmen gebe ich ein Fahrtkostenabrechnung, und dann finde ich das nicht, ja. Bloß man muss natürlich sehen, Google, es gibt nicht nur einmal diese Information, wie das Wetter in Mallorca ist, sondern die gibt es wahrscheinlich 1000 Mal im Internet, und jeder von diesen Anbietern kümmert sich darum, dass er bei Google ganz oben rankt, ja. Und jetzt haben wir auf der anderen Seite in SharePoint, da kümmert sich zuerst mal niemand darum, ob das Dokument ganz oben in der Suche ist, sondern das Dokument ist, wie es ist. Also sprich, wir haben keinen optimierten Content. Und zum Zweiten kommt noch dazu, dass ich dann eben nicht irgendeine Fahrtkostenabrechnungsformular haben will, sondern es gibt es exakt einmal, wenn ich es richtig aufgebaut habe. Und da ist die Schwierigkeit natürlich viel größer, das zu finden. Und da meine ich, da helfen uns Metadaten per Stand heute auf jeden Fall deutlich weiter. Und man kann das nicht vergleichen. Ja, wenn Google dann einen Treffer von 1000 möglichen ausspuckt, dann sagt man, ist super. Ja, und die SharePoint-Suche hat aber nur eine Chance. Und Richtig. ja, wenn dann das nicht auf Platz 1 ist, dann heißt schon, oh, die SharePoint-Suche ist aber nicht so toll. Das sind halt völlig unterschiedliche Dinge, wo man da hat. Ja, ich glaube, das kann ich auch bestätigen aus meiner persönlichen Erfahrung, dass es
gerne gleichgesetzt, sondern aber ich habe ein Smartphone in der Hand, da geht da alles ganz schick und ganz easy. Und dann bin ich plötzlich auf so einem unbequemen Sherpa-Portal und finde nicht das, was ich suchen will. Das ist ein Klassiker natürlich, das ist die Schwierigkeit. Ne? Ja. Andere Frage nochmal zum Thema Office 365. Stand heute, wenn ich jetzt richtig liege, haben wir so knapp 35 Apps, die jetzt im Rahmen von Office 365 mit Ja. unterschiedlichen Plans angeboten werden. Ne? So, das heißt, gleiche Thema wie vorhin. Ich habe ein riesengroßes Angebot, eine wahnsinnige Entwicklungsdynamik, was wir jetzt gerade wieder gestern gesehen haben. Also man könnte ja fast jeden Tag ein Webinar dazu machen, was ich irgendwie Neues tut. Ne? Ja. aber die Frage ist, wie geht ihr persönlich da vor, wenn jetzt Kunden sagen, ich will jetzt mit so einem Thema Collaboration Software mich auseinandersetzen, um den Überblick nicht zu verlieren und auch den, was du vorhin schon gesagt hast, diesen Mehrwert in den Vordergrund zu stellen. Also was ist das Problem des Users und mit welcher Technologie kann ich dem User helfen, um sozusagen das Mittel zum Zweck zu machen? Also wie geht ihr da am besten in der Beratung vor, in der Analyse, damit die Technik nicht in den Vordergrund gestellt wird? Ne? Also wir versuchen tatsächlich erst mal rauszuarbeiten, was für verschiedene Aufgaben oder was für verschiedene Tätigkeitsbereiche gibt es im Unternehmen. Und das können jetzt zum Beispiel so Dinge sein, je nachdem, wie abstrakt man das formulieren möchte. Das kann jetzt zum Beispiel sein, mobiles Arbeiten oder Arbeiten mit Zahlen und Daten oder Wissensmanagement oder Arbeiten im Team oder die externe Zusammenarbeit, Projektarbeit und solche Dinge versuchen wir da zu identifizieren und anschließend versuchen wir dann da entsprechendes Wissen bereitzustellen. Jemand, der jetzt wirklich mobil arbeitet, welche Tools sind für den wichtig und welches Wissen ist für denjenigen wichtig? Und dann versuchen wir dem das bereitzustellen. Also sprich nicht mehr der Ansatz, dass man sagt, geh mal in eine Excel-Schulung und dann siehst du schon alles, was Excel kann. Und hinterher muss er dann selektieren, was er jetzt überhaupt aus der 3-Tage-Schulung benötigt. Und dann stellt er fest, von 3 Tagen benötige ich 2 Stunden. Und das muss ich jetzt noch transformieren, wie ich das in meinem Arbeitsalltag brauche. Und genau diesen Prozess, den meine ich, den kann ich machen, wenn ich 3 Produkte habe oder 4, aber den kann ich nicht mehr machen, wenn ich 35 Produkte habe, weil da wird mir niemand in eine Schulung gehen, die da heißt Power Apps. Ja? Warum sollte der da reingehen? Der hat Power Apps bisher noch nicht gebraucht, der kennt es wahrscheinlich gar nicht, der weiß nicht, was er damit tut. Warum soll der sich da in eine Schulung einmelden? Und in dem Moment, wo ich denjenigen bei dem packe, was er wirklich tut, kann ich ihn dann natürlich auch darauf hinweisen, hey, für dieses Problem gibt es übrigens ein ganz tolles Tool und das nennt sich dann zum Beispiel Power Apps und da funktioniert das so und so. Und damit schaffe ich es auch 90%, gefühlt 90% von dem Wissen, was ich sonst transportiere, brauche ich dann gar nicht mehr transportieren, weil derjenige das gar nicht braucht, ja. Der, wo einen festen Arbeitsplatz hat, den interessiert nicht, was es für neue Möglichkeiten in der Outlook Mobile App auf seinem Smartphone gibt, weil er sagt, das tue ich schlichtweg nie. Ja? Und so versuchen wir das Ganze einfach runterzubrechen und dem nur noch das Wissen zur Verfügung zu stellen, was er auch wirklich benötigt. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit insgesamt die Herausforderung bei dem Ganzen. Das Ganze an die Nutzer vorher anzupassen und eben nicht nur ein tausendseitiges Handbuch zu nehmen und das irgendwie dem Nutzer zur Verfügung zu stellen und dann zum sagen, ja, jetzt weiß ich ja alles, ja, jetzt guck halt da rein, wenn du was benötigst. Weil wollen wir denn gerade auch bei 200, 300 Mitarbeitern, möchte ich denn als Firma wirklich, dass der Mitarbeiter dieses Handbuch durchliest oder sage ich vielleicht, hey, das ist mir schlichtweg zu teuer, wenn der jeden Das ist zweiten Arbeitszeit. Tag Newsletter durchliest und sich informiert und so weiter. Das will ich eigentlich als Unternehmen gar nicht. Und von dem her gehört es auch ein Stück weit zu meinem Auftrag als Unternehmen, dem das Wissen selektiert zur Verfügung zu stellen und nicht diesen Overflow, dass ich sage, ja, guck halt ins Internet, schau dir da ein YouTube-Video an und da kaufen wir noch 3 Handbücher und dann machen wir 2 Präsenzseminare und dann mach mal. Ja. Und da glaube ich, ist auch ein Wandel erforderlich. Ja. Ja, da greift natürlich wieder sehr stark das Thema Wissensmanagement mit rein. Ne? Ja, auf Wenn du jeden jetzt, also Fall. ich weiß, haben wir ein extremes Nord-Süd-Gefälle, also ich weiß, bei uns im Norden
eher schwieriges Thema, was es so das Organisationen betrifft. Im Süden ist es besser aufgestellt. Ich glaube, dass das Thema jetzt noch viel, viel wichtiger wird und interessanter wird, um genau das Problem zu vermeiden. Also ich habe jetzt auch gerade ein E-Book gekauft, 1200 Seiten Office 365. Da könnte man jeden mit erschlagen natürlich. Ne? Würde sagen, was soll ich damit irgendwie? Zumal gerade in der Wahrnehmung jetzt die meisten kennen immer noch Office 365 mit PowerPoint, Word und Excel. Aber das, was drauf ankommt, kennen die meisten gar nicht. Natürlich, weil es diesen Use Case noch gar nicht gebraucht hatten. Insofern kann ich das total nachvollziehen. Ne? Was mich nochmal interessieren würde, ist, früher war es eigentlich immer so gewesen, dass die Notwendigkeit, der Druck, eine Software anzuschaffen, sehr stark aus der IT-Abteilung kam. Die haben gesagt, wir möchten dann mal ein Projekt machen, möchten mal die Software anschaffen oder die oder eine andere. Bei Collaboration ist es jetzt ein bisschen was anderes, weil das ja schon eher im Unternehmenskontext eingesetzt wird. Und siehst du da auch eine Verlagerung, dass es mehr jetzt ein Management-Thema wird, Collaboration? Oder ist es immer noch ein Stück weit Spielwiese von IT-Abteilungen oder von einigen Nerds, die einfach Bock auf das Thema haben? Also ich sehe da eine sehr, sehr deutliche Verlagerung, die auch viele IT-Abteilungen irgendwo schwer trifft. Und viele IT-Abteilungen sind da auch ein Stück weit getrieben von dem, weil sie halt einfach irgendwann feststellen, okay, ich habe hier ein Office 2010 ausgerollt und wenn ich mir aber dann angucke, mit was Le arbeiten die Leute, ja, dann kriegt man mit. Die arbeiten auf einmal, hat sich irgendeine Abteilung, hat sich Slack angeschafft, die nächste Abteilung arbeitet über WhatsApp-Gruppen, die andere, was weiß ich, tauschen sich vielleicht sogar über Facebook oder so aus. Und da sehe ich auch ein Stück weit, dass die IT-Abteilungen dann schon etwas getrieben sind von, ja, von den Anforderungen, weil es auf einmal Tools gibt, die kostenlos oder sehr günstig sind, wo ich nicht die Wahnsinns-IT-Infrastruktur brauche, weil das Zeug in der Cloud läuft. Ja, ich melde mich einfach an und ich nutze es. Und auf einmal entscheidet dann jemand im Business in irgendeiner Unterabteilung und beschafft sich so einen Zugang. Und von dem her glaube ich, hat die IT da auch ein Stück weit, ja, zum Teil Nachholbedarf, die Leute da wieder einzufangen und das Ganze halt auch auf eine Plattform zu bringen, die irgendwo gemanagt werden kann, damit eben Informationen nicht nach außen abdriften. Also die Aufgabe, meine ich schon, ist bei der IT angesetzt, aber wo wir früher eher den Status hatten, dass der Business-Mitarbeiter zur IT ging und da mal fragte, darf ich das da installieren? Und dann der IT-Mensch sagte, nee, darfst du nicht, geh wieder zurück und was du damit machen willst, ist mir eigentlich egal, aber das lassen wir einfach nicht zu. Das haben wir heute so bei vielen Firmen mittlerweile nicht mehr, sondern die Leute auf dem Business, die möchten zum Teil, vor allem auch die jüngere Generation, die möchten auf eine gewisse Art und Weise zusammenarbeiten und das tun die. Ob man denen dann die Mittel zur Verfügung stellt oder nicht, das beschäftigt die nicht unbedingt, sondern die finden dann irgendeinen Weg und sei es, wenn es dann irgendwelche private Technik ist, die dann mitgebracht wird und genutzt wird. Und da glaube ich, da muss die IT-Abteilung dem Ganzen auch folgen und nicht nur der als Verhinderer dastehen, sondern als wirklich derjenige, Als Förderer. ja, genau, der das Ganze unterstützt und vielleicht auch sogar ein Stück weit treibt. Und das Ganze sieht man ja auch bei Office 365, dass hier einfach auch eine Restrukturierung der IT-Abteilung notwendig ist, weil da geht es halt nicht mehr so, dass man alle 5 Jahre mal was Neues installiert. Und dann sagt man, okay, jetzt mache ich ab und zu ein Patch und dann hat's das, weil, wie du vorher gesagt hast in der News-Sendung, wir machen jeden Monat eine halbe oder dreiviertel Stunde nur Neuerungen, ja? Also ich erkläre ja noch nicht mal viel über die Neuerungen, sondern ich sage nur, das ist neu, das ist neu, das ist neu. Und so geht es eine halbe Stunde dann. Und ja, das kennen natürlich manche IT-Administratoren nicht und denen ja, gefällt das natürlich manchmal auch im ersten Moment nicht, wenn sich da so viel ändert. Und damit muss man aber einfach, denke ich, lernen umzugehen.
Ja, ich ist eigentlich auch meine gleiche Wahrnehmung jetzt aus dem IT-Bereich. Der alte Schrauber-Admin, will ich mal so bezeichnen, hat für mich da eigentlich mittlerweile ausgeliehen. Es werden viele nicht hören wollen, aber ich stehe da dazu, weil es ist einfach, das hat nichts nur mit Cloud zu tun, sondern einfach mit der technologischen Entwicklung. Muss ich da komplett mich anders aufstellen als früher, ne? Passt ganz gut zum nächsten Thema, zum Thema Teams, Digital Workspace. Ich habe mal ein paar Zahlen rausgeholt. Mittlerweile sind es 250.000 Unternehmen, die Teams einsetzen. Es gibt 39 verschiedene Sprachen, da habe ich echt auch geschluckt schon. 181 Länder im Einsatz und 3 Millionen Teams sind bereits von Unternehmen erstellt worden. So als Pendant zu Slack sozusagen. Ne? Kannst du mir so zwei, drei Faktoren mal benennen aus deiner Erfahrung raus, die so die wesentlichen Key Drivers sind für den Erfolg von Teams? Zum einen denke ich, es ist mal die Einfachheit dieses Tools. Ja, ich habe einfach eine relativ niedere Schwelle, das Ganze zu benutzen. Wenn wir da noch sehen, wie man in SharePoint 2007 oder 2010, was man da alles wissen musste, um das vernünftig zu benutzen, ja, und um da sich eine Site aufzubauen. Da hab ich es in Teams einfach deutlich einfacher. Und die Arbeitsweise, die entspricht halt auch dem, was ich halt vielleicht aus dem Privaten wirklich kenne. Ja, ich lege eine Gruppe an in WhatsApp, ich füge da meine 5 Verwandten ein und plane dann ein Familientreffen. Und genauso funktioniert es halt in Teams auch. Ja, ich lege ein neues Team an, ich füge da Leute und dann kann ich loslegen. Ich kann mit denen direkt kommunizieren. Ich brauche mich nicht drum kümmern. Brauche ich jetzt einen Website-Sammlungsadministrator? Wie setze ich Berechtigungsgruppen? Wie strukturiere ich das? Brauche ich eine Bibliothek oder zwei Bibliotheken? Also es werden da einfach viele Probleme abgenommen und natürlich standardisiert. Das, glaube ich, ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor von dem Ganzen. Die Einfachheit, man stellt es zur Verfügung, jeder kapiert gleich, was ich mit dem tun kann. Und kann es mehr oder weniger in Grundzügen zumindest bedienen, auch wenn der natürlich nicht die letzte Funktion dann von Teams kennt, aber zumindest ja, nach einer gewissen Einarbeitung klappt es eigentlich relativ intuitiv. Und das, glaube ich, ist auch das Wichtige. Und das, glaube ich, hat auch SharePoint viele Punkte gekostet, dass SharePoint diese Einfachheit halt immer gefehlt hat. Ja. Ja, glaube ich, ne? Ich überspringe mal eine Frage so aus Zeitgründen. Passt aber ganz gut in den Kontext mit rein. In Gesprächen so mit Kollegen aus der Branche habe ich jetzt unterschiedliche Dinge gehört. Also viele sind begeistert von Teams natürlich. Aber genau aus Gründen dieser Einfachheit, die du jetzt beschrieben hast, haben viele etwas Angst. Ich erstelle eine SharePoint Site Collection im Hintergrund, ohne dass ich als Anwender weiß, was ich da eigentlich tue im Hintergrund. Dass da aufgrund der relativ flachen Hierarchie im Hintergrund, was das Benutzerrechten betrifft, viele einfach ganz banal pure Angst haben, dass jetzt plötzlich ein Wildwuchs an unterschiedlichen Kanälen, an unterschiedlichen Teams entsteht. Ne? Ist diese Sorge begründet oder ist es einfach die Angst loszulassen, weil ich keine Kontrolle mehr habe? Also wir sehen natürlich, dass bei Teams deutlich mehr Verantwortung beim Mitarbeiter liegt, ja. Weil früher hatten wir oft, wenn jemand eine Site Collection wollte, dann musste der irgendwie 20 Pflichtfelder ausfüllen, warum, wieso, weshalb und welche Kostenstelle, wäre ich verantwortlich, wäre ich der Stellvertreter. Und dann ging das durch einen Bestellprozess und dann hat er das gekriegt, wenn denn die IT-Abteilung wollte. Und das Ganze hat mitunter vielleicht 1 Woche gedauert. Sicher jetzt auch ein Negativbeispiel, aber bei Teams klicke ich das an und habe das einfach. Also sprich, da meine ich ein Stück weit. Brauche ich natürlich da auch mehr Know-how und mehr Wissen bei den Leuten selber, Bei den Anwendern. bei den Anwendern, weil die jetzt auch auf einmal mehr Verantwortung tragen. Und ich sage mal klar, da kann ein Wildwuchs entstehen. Das Problem sehe ich schon auch. Es kommt halt darauf an, muss ich alles immer reglementieren? Natürlich gibt es sinnvolle Maßnahmen. Ja, wir haben natürlich auch so Fälle, wo dann ein Team angelegt wird, mit dem Namen Vorstand und auf einmal hat dann jemand
die Mailadresse, weil dahinter ja eine Gruppe hängt, dann hat Ja. jemand die Mailadresse vorstand@firmennamen.de und solche Dinge, die muss ich natürlich als Unternehmen vorher abfangen, dass das nicht Ja. passiert. Also ich muss schon Regeln aufstellen, aber grundsätzlich, ja, glaube ich, ist es einfach ein Mehr an Verantwortung und die Leute müssen auch lernen, damit umzugehen. Es ändert sich halt ein Stück weit, weil wir früher hatten wir immer eine IT, wo man nur anklicken konnte, was man auch durfte. Und auf einmal kann ich mehr klicken, als ich vielleicht darf, ja. Und das heißt aber nicht, dass ich das alles tun soll, ja. Wenn ich jetzt zu euch komme und zu dir ins Büro komme, dann bin ich auch physisch in der Lage, die Schublade von deinem Schreibtisch rauszureißen. Aber das heißt nicht, dass ich das tue, weil normalerweise macht man sowas nicht. Und obwohl du mir jetzt nicht explizit verboten hast und obwohl du mir keine Handschellen angelegt hast, wäre ich in der Lage und tue es aber trotzdem nicht. Und da glaube ich, da ist einfach ein Mehr an Verantwortung bei den Anwendern auch notwendig und ein Stück weit auch mehr an Weiterbildung. Wie nutze ich diese Tools denn, um dem Ganzen zu entgehen? Aber ich glaube schon, also in gewisser Weise muss man das steuern, aber es gibt natürlich auch Modelle, die jetzt versuchen, irgendwie die Funktionen wieder rauszuprogrammieren, dass die Leute keine Teams anlegen und so weiter. Da ist halt die Frage, mache ich mir da vielleicht das Leben extrem schwer und versuche ich da irgendeinen Prozess zu verhindern, der ganz schwer im Gange ist und wo ich auf lange Zeit nicht dagegen ansteuern kann. Und ja, aber sicher ein nicht ganz so einfaches Thema und ich sehe das schon auch als Problem, wenn auf einmal gerade bei größeren Unternehmen irgendwie 200.000 Mitarbeiter dann wild Teams anlegen, ja, das bedarf schon einer vorherigen Planung und Überlegung, wie man damit umgeht, ja. Passt ganz gut zur vorletzten Frage. Wenn jetzt ein Unternehmen sich jetzt mit Teams auseinandersetzen möchte, also möchte das jetzt in die Organisation irgendwie einbetten, was wären so deine zwei wichtigsten Tipps oder Ratschläge dazu, um jetzt von der Organisationsentwicklung, Ablauf, Management, Wissensmanagement, zwar da dieses einzuführen? Was müssen die konkret tun, damit sie nicht sozusagen in ja, ins heiße Nadelloch reinlaufen, ne? Um mal die besprochenen Probleme sozusagen herauszukriegen, ne? Also zuerst mal, was immer ganz sinnvoll ist oder in unserer Umgebung auch ganz gut funktioniert, ist einfach mal ein gewisser Testlauf zu machen, wo noch nicht alle dabei sind, sondern einfach ein paar Personen, die sich womöglich am besten Fall freiwillig melden, weil da weiß ich dann auch, die haben wirklich Stehen Interesse. dahinter. Und die nützen mir natürlich auf zweierlei Art. Erstens mal können die mir nützen, indem, dass sie mir einfach Feedback geben, weil ich sehe es halt auch, dass in einem metallverarbeitenden Gewerbe die Nutzer ganz andere Probleme mit dem gleichen Stück Software haben, wie vielleicht in irgendeiner Forschungseinrichtung. Ja? Und dann lerne ich halt meine Mitarbeiter kennen, wenn ich da eine Gruppe habe. Und erkenne dann auch relativ schnell, okay, wo erkennen die Leute Mehrwerte? Also wo sagen die, hey, das ist ja toll, dass man das machen kann, das hilft uns wirklich weiter. Und auf der anderen Seite sehe ich auch, wo haben die Probleme? An was scheitern die? Und dann kann ich halt mein weiteres Vorgehen auch gezielt darauf abstellen. Weil da hilft mir es relativ wenig, wenn ich irgendeinen Guide nehme, den Microsoft in Redmond entwickelt hat, wo dann irgendwie 7 Punkte draufstehen. Die 7 Punkte passen vielleicht für ein anderes Unternehmen, aber vielleicht noch lange nicht für meine Mitarbeiter, die ich in meiner Umgebung habe. Und was die Leute mir dann auch liefern, sind eben diese Mehrwerte, die ich dann wieder gezielt nach außen transportieren kann. Und ich kann diese Personen dann auch gleich als Multiplikatoren und Vertreter von dem Ganzen nehmen. Und da glaube ich, ja, das ist Also wie so auch. ein Synergieeffekt, ne? Ja, genau richtig. Also du musst nicht mehr jeden einzelnen Mitarbeiter wirklich erreichen und ansprechen, sondern du entsendest dann eben diese Multiplikatoren, die laufen raus und sagen dann, hey, wir arbeiten doch da in dem und dem Projekt immer so und so zusammen, jetzt lass uns doch mal Teams nutzen oder jetzt lass uns das doch mal so machen. Und dann trage ich das Thema auch automatisch nach außen, was ich als
Unternehmenschef oder ich als IT-Abteilung gar nicht dem so sagen kann, weil ich schlichtweg nicht in den Projekten drin bin, nicht in dem Arbeitsalltag. Also sprich, da brauche ich Leute aus dem Business. Und das glaube ich, damit kann ich ganz, ganz viel abfangen und ganz viele Probleme vermeiden. Natürlich mal unabhängig von der Technik, was wir angesprochen haben, mit Governance-Regeln, die natürlich auch irgendwo abfangen muss, was weiß ich, dass jetzt halt da nicht Informationen nach extern geteilt werden, oder irgendwelche verrückten Teamnamen dann angelegt werden und so weiter. Das sind dann nochmal andere Themen. Aber die brauche ich jetzt nicht mit dem Business-Mitarbeiter beregen, sondern das sind Regeln, die ich vorgeben muss. Ja. Ja, das Thema Unternehmenskultur spielt immer eine größere Rolle, ne? Definitiv. Auf jeden Fall, auch das ist natürlich ein Stück weit ein Problem, ja. Wenn ich heute in einer Besprechung was sage, dann ist das nach 1, 2 Stunden verblasst es langsam aus den Gedanken. Ja, da kann ich auch mal eine verrückte Idee vielleicht äußern. Und da muss ich meine Mitarbeiter natürlich auch so viel Kultur oder so viel Raum geben, dass die sich das auch trauen, irgendwo schriftlich was reinzuposten, ja, was jetzt vielleicht noch nicht bis zum letzten Gedanken ausformuliert ist und gerade in der Zusammenarbeit, wenn die Leute sich halt nicht ständig treffen, dann brauche ich halt die Kultur, dass die sich das dann auch trauen, da mal was reinzuschreiben, da mal zum sagen, nee, das passt mir nicht oder das würde ich so und so machen. Und das hängt natürlich an der Kultur vom Unternehmen, ja. Strafe ich die Leute dann ab, lege ich alles auf die Goldwaage, was in irgendeinem Chat mal passiert ist. Weil da meine ich, es gibt halt immer noch einen Qualitätsunterschied zwischen einem Chat, den ich innerhalb von einem Team führe, und dann einem fixen Vertrag oder Protokoll. Ja, den Chat, den darf ich halt nicht in die gleiche Richtung oder mit der Waagschale. gleichen Wertigkeit sehen wie diesen fix und fertiges Präsentationsdokument oder was ich da habe. Und das muss ich halt als Unternehmen auch ein Stück weit kommunizieren. Okay, wir akzeptieren das, wenn ihr da offen eure Meinung sagt, so wie man das halt auf dem Flur oder in einer Besprechung auch macht und da eure Ideen mit einkippt. Und aber klar, wenn da Ich finde das. Negativbeispiele da sind, die verbreiten sich natürlich sehr schnell im Unternehmen und da muss man halt auch drauf achten, ja. Ich stelle mir das gerade ganz spannend vor beim, muss gerade mal auf die Uhr gucken, beim Thema Stream, also im neuen Produkt von Office 365 mit der automatischen Transkription. Wenn jetzt eine Konferenz aufgezeichnet wird, das Protokoll wird ausgelesen und ich ein halbes Jahr später zu meinem Kollegen sage, du, aber in der 1 Minute 20 hast du das und das gesagt. Ach, das wusste ich gar nicht mehr so. Ne? Ich glaube, da kommt eine ganz andere Fragestellung plötzlich auf. Ne? Definitiv. Da gibt es natürlich auch viele Diskussionen von wegen sowas, die Art Recht auf Vergessen und dass halt solche Dinge auch irgendwann wieder wegfallen. Nicht ganz einfach das Thema, aber auf jeden Fall muss ich meinen Mitarbeitern so viel Vertrauen entgegenbringen und denen das auch zeigen, ja, da darf man was äußern und da darf vielleicht auch mal ein Komma fehlen in einem Teams-Chat und wegen dem wird dir nicht der Kopf abgerissen und wegen dem gibt es keine schlechtere Beurteilung bei der Arbeitsqualität, weil da geht es um eine flüchtige Unterhaltung, da geht es nicht darum, um die Kommunikation mit dem Kunden nach außen und so weiter. Und aber es bedarf da sicher einem gewissen Wandel in vielen Unternehmen, den man nicht verachten darf, ja. Ja, glaube ich, ne? Ja, was wieder die Tatsache unterstützt, dass das gesamte Thema überhaupt kein IT-Thema mehr ist, sondern wirklich ein reines Management-Thema, ne? Absolut, Ohne ja. Frage, ne? Also man sieht es ja jetzt auch in den Themen, was wir heute oder jetzt besprochen haben. Wir haben uns jetzt weder über IP-Adressen oder Festplattenspeicher oder CDs oder Konfiguration oder Adminrechte unterhalten, sondern wir haben uns sehr viel über weiche Themen unterhalten. Und da sind heute die Probleme oftmals mehr verankert als wie in der Technik. Vor allem auch durch die Cloud wird ein Großteil von der Technik oder von den Problemen der Technik wird mir da abgenommen. Die sind gar nicht mehr bei mir im Haus. Ja, da kümmert sich Microsoft drum. Da ist es mir schlichtweg egal, wie der sein Exchange patcht oder wie der
seine SharePoint Site Collection da von Server A nach B verschiebt und in welche Farm. Das interessiert mich nicht. Und das ist ja auch ein Stück weit richtig, ja, dass man das nach außen verlagert, weil das ist in der Regel nicht mein Kernbusiness, dass ich mich mit diesem Thema beschäftige. Und von dem her finde ich es eigentlich eine positive Entwicklung, die wir jetzt da die letzten 2, 3 Jahre hatten. Jetzt haben wir noch 3 Minuten. Ich gucke mal gerade ein bisschen auf die Uhr, dann muss ja gleich los. Zwei kleine kurze Fragen noch. Ihr habt ja jetzt aufgrund der beschriebenen Dinge, die du jetzt sehr gut erläutert hast, was sich alles im Unternehmen ändern muss und wo die Probleme eigentlich liegen, eine neue Videoserie entwickelt, heißt Produktive Arbeiten, um halt den Kunden genau die Probleme zu lösen, über die wir jetzt uns eine halbe Stunde unterhalten haben, ne? Wie kommt das bei den Kunden an? Bislang sehr gut. Wir haben es auch nicht entwickelt irgendwo am Reißbrett, dass wir sagen, ja, sowas könnten wir mal machen, sondern dieses Produkt ist auch tatsächlich entstanden aus Präsenzseminaren, aus vergangenen Erfahrungen und von dem her war es auch ein Stück weit das, was uns die Kunden geschildert haben, was die benötigen. Also wir haben uns jetzt da nichts einfallen lassen, wo man sagt, okay, das ist schon eine Eingebung gewesen, sondern es war einfach eine Evolution bestehender Dinge. Und von dem her sind wir auch der Meinung, dass wir hier aktuell das Produkt, am besten passende Produkt im Learning-Bereich zu Office 365 anbieten. Und so kriegen wir das von unseren Kunden im Moment auch zurückgemeldet, dass die wirklich sagen, ja, zu dem, wie Office 365 funktioniert, passt das, was ihr macht, am besten, ja. Und wir können uns halt auch einfach auf Office 365 da einlassen, weil wir uns nur mit dem beschäftigen und eben nicht 27 andere Produkte noch behandeln. Und von dem her sind wir da eigentlich sehr zufrieden auch mit dem Feedback, ja. Das heißt, für KMU-Unternehmen, die sich mit dem Thema beschäftigen würden, wäre das eine gute Möglichkeit, jetzt in den Shownotes zum Beispiel für das Video da mal entsprechend einen Link zu reinpacken, damit so ein, sagen wir, eine Win-Win-Situation entsteht, ne? Ja, Wenn perfekt. da jemand Super. Interesse hat, klar, und wir sind da auch, wir haben keinen aktiven Vertrieb, wo jetzt da die Leute kalt anquatscht und so weiter, sondern wenn wir darüber sprechen und das passt bei jemand, ja, dann passt es und wenn nicht, dann sind wir da auch keinem böse, ja. Auch da geht es darum, man muss den Mehrwert erkennen und wenn ich für meine Firma sage, hey, die Leute nutzen aber eigentlich bloß Word und Excel, und das Ja, ist so. funktioniert, ja, dann hat der keinen Bedarf, dann hat der aus unserem Produkt keinen Mehrwert und dann ist es auch völlig in Ordnung, ja, dann passt das so, ja. Okay. Jetzt haben wir noch 1 Minute und wenn du 3 Wünsche offen hättest, was würde dir dein Leben als Berater in diesem Umfeld leichter machen? Ha, es wäre, Eiskalt erwischt. ja, genau. Mein Leben würde ein Stück weit leichter machen, wenn Microsoft die Sachen besser dokumentiert, was sie tun. Ansonsten, dann bräuchte es aber wiederum meine News-Sendung nicht mehr, die ich jeden Monat da mache, weil dann wäre es ja offensichtlich. Also sprich, da hole ich das eigentlich nach. Das wäre aber tatsächlich ein Wunsch von mir, weil man da sieht, dass auch Microsoft schneller entwickelt, als wie die andere Abteilung dokumentiert. Zum Zweiten, tatsächlich, ja, ein höheres Verständnis oder mehr Bereitschaft, sich manchmal mit neuen Dingen einzulassen und sich damit zu beschäftigen und nicht im Vordergrund oder im Voraus schon zu sagen, nee, das passt mir nicht oder das brauchen wir nicht und wir haben das ja immer schon so gemacht. Aber ich denke, ja, die Offenheit ist schon deutlich größer geworden, die letzten 2, 3 Jahre, so zumindest in meinem Umfeld, wo auch solche Bedenkenträger, wen es da alles gibt, in Unternehmen zurückgegangen sind. Also die zwei Sachen, wenn erfüllt wären, dann wäre mir schon geholfen, dann kann ich mir den dritten Wunsch sogar ersparen. Also. Okay, kann ich, würde ich mit konform gehen, kann ich mit unterschreiben. Ja, sehr cool. Ja, klasse. Ja, ich denke mal, es ist für dich in Ordnung, für unsere Zuschauer und Zuhörer, wenn jetzt noch weitere Informationen, Fragen sind zu diesem Themenspektrum und alles, was wir besprochen haben, dass ich dann dementsprechend sozusagen eure Internetadresse damit später Okay. verlinken würde, damit halt entsprechende Kontakte möglicherweise aufgebaut werden können, ne? Ja, cool. Ich sag,
Ganz herzlichen Dank für Freitagnachmittag und eine wenige Tage vor Weihnachten, dass es noch so kurzfristig geklappt hat. Und ja, bin habe ich mega, mega, mega gefreut. Und ich glaube, da kann man wahnsinnig viel rausholen als Unternehmen, wenn man sich auf diesen langen Weg machen möchte, um nicht die schlimmsten Fehler zu begehen, die andere auch schon begangen haben. Ne? Das muss nicht sein. Ja, Ja, ganz auf jeden cool. Fall, ja. Ja, Herzlichen ganz Dank lieben für die Dank. Einladung, hat mich Ja. gefreut, und Ja. viel Erfolg weiterhin. Ja, danke, das wünsche ich dir auch, ne, und Grüße in den Süden, ne? Ja, Dankeschön, Ade, danke, tschüss. ne? Ja, tschüss.